Und willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 3. Ah, ich hab mir gerade einen Cuba Libre gemixt. Rum, ein Havanna, Cola aus Amerika und eine Limette aus, keine Ahnung, Kamerun. Travel. Firelink Shrine. Falsch. Ja, passt. Wir spielen beim Undead Settlement weiter, bevor ich jetzt wirklich alles an Erinnerung mir wegsauf und verliere. Passt. Undead Settlement. Wir sind da von der Riesenratte, falls ihr euch noch erinnern könnt, in der letzten Folge fast verspeist worden von dem fetten Tier da unten. Alle drei erwischt, ha? Okay. Ja, jetzt wird's interesting, nämlich. Sitz. Da ist nämlich jetzt cool, Lumi. Ich bin da eigentlich ausgewichen, gell? Jetzt wird's interessant gegen Ernto. Aber so böse sein. Titanite Shard, sehr cool. Wenn er nicht einmal gegen die kämpft. Da sind, glaube ich, Hunde, gell, da hinten. Was wir vor oben gesehen haben. Alluring's cool. Nicht, dass ich das jemals benutzt hätte, einmal. Cuba Libre, Cuba Libre. Ein guter Cocktail. Ist aber eher ein Shot, oder? Ich hab jetzt gerade meine Zitrone da eindunkt. Ah, NPC ahead. Cool. Hallo. Another one of those unkindled, are you? All you faceless undead, behaving as if you deserve respect. No matter. Heed my words. If you've any sense, you'll go find a coffin to huddle up inside. You, here, in this land of hollows. You're like a frail maiden on the front lines. If like the others, you're fool enough to play the champion. Then go on ahead. Traipse right past the abandoned church. You'll face death. And it won't be pretty. Wie kann was Totes schon sterben? To leave you broken. Time after time.
Aber du hast eine coole Keule, muss ich sagen. Danke, für nix. If like the others, you're fool enough to play the champion, go on ahead. If like the others, you're fool enough to play then go on. Das ist übrigens seine Freundin oder seine Tochter, keine Ahnung. Ja, wir sind natürlich full enough und gehen ahead. Was war das dafür? Kann ich mal in meine Augen schauen? Hallo? Servus, wer bist denn du? Der Onion King. Oh. Pardon me, I was absorbed in thought. I am Siegbert of Katarina. Katarina. To be honest, I'm in a bit of a pickle. Have you ever walked near a white birch only to be struck by a great arrow? Yeah. Well, if I'm not mistaken, they come from this tower. Whoever it is, I'm sure I can talk some sense into them. But I have to find a way up. And that's just the trouble. This lift only goes down, you see, and... Well, that doesn't get me anywhere. Nicht, gell? Naja, da gibt's ganz einen einfachen Weg. Du bist gerade von unten aufgekommen und ich fahr nach oben weiter. This lift with a little, I've got to use my head and think. Think. Da kann ich übrigens auch aussteigen. Aber das machen wir schon zu späterer Stunde. Jetzt müssen wir mal da heroben. Die Soul of a Nameless, ich muss genießen. Soul of a Nameless Soldier. Kämpfen, kämpfen? Nein, wir reden. Er ist so lieb. Es ist der Riese. Warte, jetzt können wir mal schauen. Von da sind wir gestartet. Von da drüben, oben. Da kann ich einmal. Einen Moment einmal. Inventory. Use. Okay. Naja. Ah, da kann man runterfallen. Gibt's da noch was zum Holen, ist die Frage. Aber eher nicht. Danke, passt, lieber Freund. Es war mir eine Ehre, mit dir zu sprechen. Jetzt haben wir nämlich Artillerieunterstützung quasi. Na! Lacht ihr gerade? Es war ein bisschen zu früh. Ich geb's jetzt zu. Ich muss kurz zum Feiling schreien, anyway. Weil ich kann zwar nicht bei dir leveln, aber beim Jöl-Freilandeur kann ich schon. Und das bis wir machen, solange er da ist. Heavens. 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 She was already dead, yeah? She was already dead. Moment einmal, jetzt habe ich mich verirrt. Du hast nichts mehr zum Song, gell? Funk. Where the funk I am? Da geht's eh entlang.
Da wollt ihr her. Oh, I then shall bear. Attunement. Be safe. Attunement auf 18. Dann war's das mit Attunement, glaube ich, für das ganze Spiel. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaub fast. Ich glaub Frost. Der Bifröst. Was mich daran erinnert, ich muss einmal die Avengers und Thor und das ganze Zeugs anschauen. Kein Hund jetzt, oder was? Und sonst ist er schon immer da, aber jetzt nicht. Der Hund ist runtergefallen. Noob. So, jetzt muss ich da wieder um mich. Ich laufe einmal sogar. Hilf mir! Mein Gewand gefällt mir nicht mehr, nein, ich will eine neue Rüstung haben. Ich muss aufhängen. Da oben. Unten wartet der Tod auf mich. Für das bin ich noch nicht bereit. Das kann ich noch nicht machen. Leder, wenn von der Harvis jetzt da wer oberspringen dort, aber schaut gut aus. Der Katharina ist weg. Wo ist er wohl hin? Be wary of plunging attack. Jetzt wird's interessant. Jetzt muss ich mal meine Seelen finden. Da sind sie. Da wollte ich hin auf den Sims, aber das. Ah, okay. Ich bin da, aber wo sind meine Seelen hin? Fire Demon. Oh, don't disappear like that. You have me downright worried. But thanks to you, an epiphany has struck me square in the head. I've unraveled the riddle of this inscrutable lift. Ja, das habe ich schon vorher gehabt. Wurscht, da unten ist ein Feuerdämon. Ich kann aber da jetzt nicht runter, gell, wie ich gerade sehe. Oder? Geht das irgendwie? Schade, ich glaube meine Seelen sind weg. Ich muss da weiter. Und was ist da weiter? Das werde ich euch alle fragen, denn das ist ein Feuerdämon. Und der wird wahrscheinlich ziemlich immun gegen meine Flamme sein. Deswegen werden wir keine Ahnung was machen. No! You should have waited! Well. It's too late now. I, Sigurd of the Knights of Katamina, fight by your side. Ah! Oh, fuck. Das hat aber weh da. Ich muss einmal jammer.
Fire-Gem, sehr cool. Ich hab's gesehen, sie hat überhaupt keinen Schaden gemacht, mein Feuerschaden. That was quite a performance. But you mustn't get in over your head. We unkindled must put our duties first. Unkindled. For the moment, die Ungeliebten. Siegbräu! Bist du aus Deutschland? Kommst du aus Deutschland? Er kommt aus Deutschland, glaube ich. So, jetzt wird's interessant. Jetzt muss ich mir ein bisschen da durchkämpfen, weil da gibt's einen coolen Loot. Irgendeinen Ring, glaube ich, wenn ich mich nicht auskenne. Aber, wie schon gesagt, es dauert ein bisschen. Weil da sind jetzt noch einige Gegner. Aber oben kann ich, glaube ich, bei den zwei Evangelisten vorbeilaufen. Wurscht, das Fire Gem war mal ziemlich geil. Nein, das wird jetzt einmal wieder amateur- und stümperhaft von mir. Nee. Meine Seelen hätte ich trotzdem gerne aufgeklappt irgendwo. Aber ich habe sie nicht gefunden. Northern Helm und Northern Armor. Könnte es sein, dass wir unsere Rüstung ändern? Schauen wir uns einmal unsere Ausrüstung an. Das würden wir ändern. Northern Armor, das bringt uns auf 68. 59 und 61. Und das haben wir natürlich schwer, ne? 71 und dann muss ich das. So, was haben wir da jetzt? Defense 93 haben wir jetzt, oder? Wie schaut denn der überhaupt aus, der Armor? Er schaut eh beschissen aus, also. So gesehen. Lass mal das und die Northern Gloves and Trousers. Nein, nicht, dass das jetzt gut ausschaut, das Outfit, aber. Viele würden sagen, besser wie ein Stafenschädel. So, jetzt wird es aber interesting. Jetzt habe ich wieder ein paar Gegner nämlich. Und das Problem ist, ich habe auch Evangelisten und Dinger auch wieder, glaube ich. Wurscht, wir werden da langsam uns durch. Mit einem Strich hat überlebst du Penner, das zupft mir warm. Machen wir das jetzt so, ne? Aber das geht's anscheinend nicht. Ärgerlich. Try locking on, ja. Dann geben wir Application. Hat mir das Sinn, ob ich bei meiner alten Nachricht, was ich mal gemacht habe, auch wieder vorbeikomme. Nervt mich da.
Time for losing sanity. Sanity. Da 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 da. Komm. So, be wary of above. Ja. Das Problem ist nämlich die zwei Evangelisten da oben. Und deswegen will ich da, glaube ich, mich heilen und vorbeilaufen. Das Liebespaar. Ihr kennt's mir mal. Und weg bin ich. Ich glaube, die verlieren ziemlich schnell Agro und ich muss sie ja nicht unbedingt bekämpfen. Ich habe 6000 Seelen übrigens. Das mir ziemlich gut gefällt. So. Flint's Ring. Das ist nicht der, der. Den ich haben will. Lowers Equipment Load Increases Attack. Das bringt gar nichts dagegen. Das ist jetzt das Interessante, der interessante Part da oben. Dann da oben. Dann. Da ist glaube ich eh nichts. Doch, Homeward-Bohne. Heimwärts-Bohne. So, da muss ich jetzt irgendwie oben kommen. Ich halte mir mal zur Sicherheit auf komplett. Boah, das war jetzt knapp. Das war jetzt richtig knapp. Aber ist richtig geil, weil Mira West, das ist einmal cool. Und da dahinter, da 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 da, da Chloranti Ring und der hat nämlich Stamina Regeneration. Was verdammt wichtig ist. Den halten wir uns, Life Ring lassen wir noch. Den Blue Tearstone Ring brauchen wir nicht mehr, aber den Quarantitel-Ring. Und jetzt können wir da noch schauen. Mira Trousers sind einmal besser. Dann Mira Gloves sind. Nein, hat sonst. Es ist scheißegal. Ganz klar Daybase natürlich, ne? Aber es ist fast überall Base, ein bisschen weniger Magic Resistance hat's. Es schaut auch ganz ziemlich stylisch aus, muss man sagen. Und deswegen werden wir mal so rumlaufen, aber wir brauchen ein bisschen Damage Absorption, glaube ich, ne? Northern Trousers. Man, der absorbiert physically halt mehr, gell? 18 zu 19. Ach, scheiß drauf. Jetzt ein Punkte machen sie super mal nicht fett. Obwohl. Equipment laut haben wir eigentlich genug. Ja! Das war geil, oder? Praise the treasure! Praise mein Treasure? Ja, wir praisen den Treasure. Der Ring war mal gut. Da gibt es, glaube ich, eh nichts mehr zum Holen. Das heißt, es bleibt uns nichts anderes übrig, als dass wir rauskommen. Da runter zu springen.
Aber und Domi gehen wir jetzt natürlich noch nicht. Ich will eigentlich gegen den Evangelisten nicht kämpfen. Lauf, 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 und eine Rolle und eine schnelle Rolle und noch eine Rolle und noch eine Rolle und lauf, 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 lauf. Ach, wie perfekt haben wir das jetzt gemacht. Fast perfekt. So, jetzt darf ich gern meine Seelen da einsammeln und dann fahren wir zurück haben zum Feierlingsschrein, aber da sind sie mir nicht. Vielleicht sind sie ganz unten. Wir schauen unten und dann schauen wir noch ganz auf. Sonst muss ich ganz ehrlich zugeben. Weiß nicht, was sie sind. Aber da sind sie mal nicht. Aber bin ein bisschen miert heute. Einen Moment. Da sind sie auch nicht. Meine tausend. Da sind sie. Da nämlich. Achso, da hergelaufen und dann abgekopft, genau. Alles klar. Och, da sind Seelen. Homeward bauen oder da wieder zurücklaufen? Ich glaube, es wird Homeward bauen. Wir haben schon eine. Shrine Bonfire. Notched Whip. Die Notched Whip wollte ich sagen, habe ich gehört. Okay. Wir grüßen die Notched Whip aus. Ah, das ist es. Ruf! Ruf mich an! Ruf mich an! Ruf mich an! Beidhändige Whip. Ruf mich an! Okay, das war's mit der Whip. Schon so viel Müll, gell? Na, Ringe lassen wir mit, je nach situationsbedingt werden wir das nämlich ausrüsten. Da hätte ich gern bitte mein. Schwert wieder, passt. 8000 Seelen. Wir können einmal bei ihm, glaube ich, ein Level holen. Bei unserem Muel of Londor. Weil wir einmal gestorben sind, wenn ich mich nicht täusche. Bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Na, okay. Be safe. Be safe, Champion of Ash. Ja, ist eh nicht. So blöd. Dass er unser Feind wird.
Naja, war ein Scherz. Oder doch nicht? Ich hab keine Ahnung, es ist ein blindes Let's Play. Was gelogen ist. Aber ist das nicht eine super Lüge? Na, okay. So, wir verkaufen noch ein paar Sachen und schauen, dass wir einen zweiten Level noch kriegen, nämlich die ganzen Seelen, was wir da haben. Was brauchen wir sonst noch? Firebombs brauchen wir gar keine, weil ich bin ein Spellcaster. Black Firebombs halten uns sicherheitshalber. Throwing Nice. Brauche ich nicht. Ah! Jetzt holen wir uns noch ein Level. Und dann holen wir uns ein Feuerschwert! Level up. Ah, Attunement of 17! Reinforced Weapon habe ich 2 von 6. Schad. Ah, das schüt. Ja, nicht. Okay, Estus Fleisch Kommando immer mit Kopf, okay. Infuse Weapon. Also Enchanting quasi. Für unsere Elder Scrolls Spieler. Wir enchanten das mit Feuer. Der Schaden geht zwar over, aber dafür haben wir 108 schon mehr Feuer. Ah, und mein Cuba Libre habe ich auch ausgedrückt. Ein Cuba Gooding Junior Libre. Pretty be careful. Pretty be careful. Haben wir das jetzt? Ja. Man sieht es zwar nicht, aber es ist so. Wir hauen noch die Peitschen weg. Ich mag ein bisschen ein aufgeräumtes Dings haben. Ja. Was kommt jetzt? Ah, genau, jetzt gehen wir einen anderen Pfad. Und dann hätten wir das. Und dann kommt die Road of Sacrifices, glaube ich, gell? Aber zuerst müssen wir mal da eine clashen. Er hat mich öfter drauf, als ich wollte. Great Machete. Eine Great Machete haben wir gekriegt. Ja, die kann ich nicht mehr angreifen. So, jetzt natürlich, dass das unser Freund ist, der da oben am Turm. Wo ist der Turm? Da. Na. Wo? Wurscht. Da oben war der eine Harvey mit seinen. Ich glaube, das ist da hinten der Turm, glaube ich. Unser Freund mit dem Pfeilbogen ist jetzt unsere Artillerieunterstützung. Da oben ist er. Feuer frei! Dankeschön! Oh, nicht auf mich, nicht auf mich! Ember? Ja, auf die Schweine. Nochmal. Na bitte auf den da drüben. Auf den da drüben. Auf ihn da. Ja, ich hab alles noch selber. Aber, okay, jetzt hätte das hab. Feuer frei. Danke. Sehr cool. Ember, Fading Soul. Young White Branch.
Reinforced Club, Young White Branch, Large Soul, Young White Branch. Also die leichten Sprungrätsel. Undead Bone Shard, und das ist richtig geil, Undead Bone Shard. Es ist der Friedhof der Kuscheltiere. Arrows of Giant rain down beside the white birch. Birch ist Kirche, oder? Mr. Birch. Ich muss sagen, ich spiele ein bisschen den Rum heute. Mortician's Ashes. Das kann ich jetzt den Händler geben und dann kriege ich bessere Sachen beim Händler, glaube ich. Da hätten wir wieder mal einen Ambush, glaube ich, oder? Clerics Head und so Zeug, so wie da jetzt gekriegt, glaube ich, aber das schaut ja wirklich beschissen aus, glaube ich. Es schaut wirklich beschissen aus. Ja, aber was kann man da noch? Cleric Blue Robe. Ein bisschen leichter ist sie. Aber halt gar keinen Widerstand, aber sie würde so ausschauen. Also so schlimm. Wurscht. Cleric Gloves. Sind die besser als meine Northern Gloves? Eher nein. Nein. Be wary of jumping off. Ja, danke. Das war's mit Friedhof, glaube ich. Passt! Was kommt als nächstes? Wir gehen da in das Haus ein. Wuhuhu! Feuer frei! Danke! Feuer frei, hab ich gesagt! Feuer frei! Feuer! Feuer! Noch kein Hotter? Ich mach den Rest. Ja, danke. Ist okay, kannst lassen, du da oben. Ich seh's noch immer nicht. Ich kann euch sagen, mit dem wunderbaren Fernglas. Da oben steht er. Was würde ich nachschauen? Ich würde nachschauen, Inventory, was das White Branch macht. Young White Branch. Transform bleeding into blending into environment. Okay. So, was ist das? Alles klar. Für was auch immer, wahrscheinlich verlieren die Leute einfach Aggro. Kann ich mir jetzt gut vorstellen. Springen funktioniert bei jedem fünften Versuch, so immer. Jetzt bin ich nicht gekupft, aber wurscht. Aha, eine Sense. Kann ich auch nicht angreifen. Aber wenigstens wissen wir, dass, dass es eine gibt und dass wir eine hätten. So! Wo geht's da hin? Sonst gibst du eh nichts mehr, ne? Sonst gibst du nichts mehr. Ja, das war's, glaube ich, mit dem Level, gell? Ah, Friend. Sie beten den großen Baum an. So, ich will jetzt da zurück zum Bonfire kämpfen. Einmal noch aufleveln.
ersten Mal, wir haben jetzt da die Abkürzung freigeschalten. Und es war's dann mit Nantes Settlement, dann fehlt nur mehr der Endboss. Great Curse Ridden Hidden Didden Tree Ahead. Da sind wir vorher überkommen. Vorher. Waudl! Na 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 na! Ihr nervt's mich. Ach ja, es war knapp als wie geplant. Titanite-Shard. Na, das nehmen wir doch. Da auf geht's wieder zum anderen Bonfire, wo ich jetzt aber nicht hinkomme, glaube ich. Deswegen gehen wir da in den schnelleren Weg. Ich glaube ein bisschen einfacher. Oh, ich habe keine Estus-Shard mehr. Das kann nicht interessant werden. Wir bleiben da auf Distanz gegen euch Penner. Hat es mich das erste Mal so geschreckt. Das war so geil gemacht. Prisoner ahead. Ja, das war irgendwie klar, gell, dass ich das jetzt nicht schaffe. Ah! Wir sind alle drei und das Lockhorn geht natürlich auf den blödsten Gegner, auf was es gehen kann. Ah, danke, brauche ich nicht mehr. Ich muss nur schauen, dass ich mir noch 2000 Seelen schnöder farm, aber ich bin jetzt nicht sicher wie. Ob das da drüben schnell geht? Ich laufe jetzt einfach da rein. Sammel da die Seelen von euch Idioten ein. Aber so viel bringt es wahrscheinlich nicht. Hey Harvey, das war ich, du Vollidiot! Das war schon wieder ich! Spinnt ein bisschen? Ich
So, wir sind eigentlich fertig. Wir wollen uns nochmal aufleveln, gell? Und dann war es das mit dem Playthrough. Oder mit der Episode von dem. Da hätte ich gar nicht so viel. Geht sich das jetzt aus? Ja, passt. Ich werde das jetzt noch aufleveln und dann nochmal vom Joel auf Londor nochmal ein Level holen und down geht's zum großen Baum. Danke fürs Einschauen, euer Steinchen. Bis zum nächsten Mal.